Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, wir haben das Wasser abgelassen. Oder sind gerade dabei. Nämlich hier. Und wollen jetzt noch die Anlage hier reinigen. Beziehungsweise, ja. Oh, hier kommen noch viel mehr. Oh Gott, wo kommen die alle her? Scheiße, wenn die mich jetzt in die Ecke treiben, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich echt ein Problem. Ja, bevor sie hier langkommen, mache ich es mal dicht. Oh Scheiße, wenn die kommen hier durch. Ich habe echt ein Problem, wenn die da durchkommen. Okay, ich bin wieder versteckt. Oh nein, da sind die kleinen Viecher. Warte mal. Okay. Ach, gut, ich dachte, ich würde jetzt die Granate werfen. Ich hatte schon eine Granate im Anschlag. War noch kleine Viecher? Waren kleine Viecher. Nur tote Viecher sind gute Viecher. Das wisst ihr ja. Wir müssen die Myalogs noch töten, da haben wir keine Wahl. Ja, da geht's auch nicht. Hier aber. Ah, komm. Mit viel Gefühl, Mädchen. Ein bisschen mehr Gefühl. Wie auch immer die Klammer so leicht abbrechen kann. Das war nicht. Ah, das war nicht genug Gefühl. Das war Gefühl. Geschafft. Yay, geschafft. Die Erfahrung. Oh, scheiße. Okay. Oh nein, da kommen sie. Fast down. Oh nein. Oh Gott, drei Stück. Ich hab keine mehr! Oh nein! Wenn ich keine mehr hab! Oh scheiße, was mach ich denn dann? Oh kacke, einer ist down. Der andere aber leider noch nicht! Komm schon! Ey, die Schrot voll ins Gesicht ist super bei den Viechern. Oh nein. Oh Gott, ich bin fast down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie schnell das geht. Bei den Viechern wieder, ey. Ey, sind echt. Das ist teilweise doch asozial, wie stark die sind. Was soll denn das? Was soll das? Man meint, ich wäre hier ultra schwach. Okay, bin ich auch, aber. Kommst du wieder her? Komm her, jetzt wo ich dich fast tot hab. Okay, das Myalog Fleisch kann ich aber gut gebrauchen. So, du bist jetzt auch tot, endlich. Nein, ich wollte nachladen. Ich bin immer noch in Gefahr. Hundi dürfte es wieder gleich wieder gut gehen. Nein, Hundi geht's noch nicht gut. Weil das Geschütz ihn noch im Visier hat. Schätze ich. Oder weil wir noch in Gefahr sind. Oh, du Hundi, du machst mich fertig. Ne, komm hier. Kriegst auch eins. Schönes Stimpack. Hauptsache, du rennst ja nicht dem Geschütz in die Arme. Möp. Sehr gut. Militärstandardsachen. Ah, sowas mag ich. Da können wir viele Relays für unsere, Powerrüstung rausholen oder für andere Dinge, die wir noch gebrauchen können. Oder die wir noch nutzen können, bald. Hoffentlich. Kann ich es nicht holen? Vielleicht ist da noch was Schönes drin. Oh, okay. Die schwingen nicht mehr so mit, seht ihr das? Bei Fallout 3 haben die noch so einen Schwung drin gehabt. Immer noch so schwing dein Ding, so ein bisschen. Ja, den Raum habt ihr abgeschlossen, das war ja sinnvoll, ne? Das war super. Vielleicht hätte die Atombombe hier sogar drin überstanden. Nicht lange, weil sie wird dann verhungert, aber. Immerhin, ne? Immerhin. Oh, Leute, ich brauche unbedingt ein Stimpack. Ich muss mir jetzt auch eins gönnen und ich muss mir noch ein bisschen mehr gönnen, nämlich, ein bisschen Fleisch. Hm. Eichhörnchen ein bisschen können wir noch reinziehen. Boah, die Schrotflinte, ne? Ohne die hätte ich keine Chance gehabt bisher. Da liegen die anderen beiden. Hä? Ach so, weil ich wieder hier rausgegangen bin, okay. Wo kamen die ganzen Myalogs her? Da ist ein Nest. Ah, natürlich. Natürlich ist da ein Nest, ne? Das muss ja sein. Ditte muss. Ditte muss. Da unten ist noch ein Vieh. Da schwimmt wahrscheinlich wieder ein Myalog drin rum. Ich habe keine Granaten mehr, das ist das Problem. Das ist voll scheiße, Mann. Ja, ich habe keine.
Ich habe weder Granaten noch Molotows mehr. Das ist echt nicht gut. Molotow wäre wahrscheinlich saugut gegen die Viecher. Ich sollte mal speichern. Ich liebe es, wie schnell das Spiel hier speichert. Das lädt ein bisschen lang, aber es speichert sehr, sehr schnell und gut. Okay, bevor die Viecher schlüpfen können, nehme ich das gleich mit. Da war was. Da ist doch einer, ich sehe es doch. Das ist das Kackvieh. Oh Gott, das sind mehrere. Machen wir mal. Lasst meinen Köter in Ruhe, habe ich euch gesagt. Scheiße, den Hund schon wieder platt gemacht. Warum bist du so am Sitschen? Ich meine, du bist immerhin kein legendärer Gegner, das ist schon mal was. Boah, im Panzer mache ich echt wenig Schaden, ne? Okay, das war schon mehr ins Schnäuzchen. Oh, weil ich wieder Schrot, ey. Ich bin Level 11, yay! Komm ruhig ein Stück höher, mein Freund. Na, so kriege ich dich nämlich nicht wirklich. Das stört mich ein bisschen. Ich will noch nicht aufleveln, Leute, das mache ich gleich. Wenn die Gefahr hier gebannt ist. Scheiß Meyerlurks, ey, ihr seid so kacke. Haben wir noch eine gute Waffe gegen ihn? Den hier, vier vielleicht. Ich habe ein bisschen mehr Schuss. Hat dich das ein bisschen gereizt? Kommst du jetzt her? Ja, du kommst hierher. Das ist nicht so gut. Oh ja, aber die macht gut Schaden, Leute. Lass nicht mal... Ah, ich wusste es, dass ich ihn krieg. Wo ist hier noch ein... Oh, da sind noch mehr! Wie sind hier noch mehr? Die Eier. Oder auch die Scheiße, das kann natürlich auch sein. Dann. Okay, das sind nur die Geschütze. Aber da brauche ich im Grunde nur vier Schuss und dann ist gut. Ja, oder auch nur zwei. Nein, das werden wir nicht laden. Ich werde das jetzt nehmen. Hundi wird gleich wieder auftauchen. Ich will aber da runter. Ich will, dass wir das noch angucken. Wir haben damit die Aufgabe, glaube ich, gelöst. Nee, noch nicht ganz. Wir haben die Wasser noch nicht ganz abgelassen. Scheiße. Mach Deckel zu. Wie kommen wir da normal runter? Ich brauche einen Rückzugsort, Leute. Ja, ich bin nämlich nicht ganz versteckt. Hallo Hundi. Emily, geht's dir gut? Ich hoffe, dir geht's wieder gut. Gutes Hund. Wie gut, dass er sich immer wieder regeneriert. Das wäre so gemein, wenn die ihn sterben lassen würden, die Schweine. Ich kann mir vorstellen, dass sie das gerne würden. So, das haben wir. Hundi dürfte gleich auch hier runtergesprungen kommen. Schön Meyerlurk-Fleisch. Oh, da ist er schon. Hallo Hund. Warum auch immer du da runtergerannt bist, du dolles Vieh? Mach doch mal Fernkampf, Mensch. Ja, das wäre das einzig Bessere, ne? Wenn wir einen Fernkampfgefährten hätten, dann würde der nicht immer da reinrennen. Aber dann würde er sie uns auch nicht so vom Hals halten, die Gegner. Ja, der Hund muss halt für uns bluten ein bisschen. Es tut mir sehr leid, aber Emily, das muss leider sein. Oder Dogmeat. Für die Leute, die unter euch hier das... Oh, fucken. Ja, jetzt bin ich ganz schön im Arsch. Au, denn jetzt werde ich sterben, fürchte ich. Alter, wie ich keinen Schaden mache wegen dem scheiß Panzer, ne? Das ist ein Weichpanzer Meyerlurk. Und trotzdem hält der Schuss aus. Oh nein. Ja, das wusste ich. Au! Der tötet mich gleich. Wieso lädst du nicht richtig nach? Oh Gott. Hilfsmittel. Wir brauchen... I don't know... Fleisch von Weichschalen, Meyerlurks. Jo, eine Köterkeule können wir auch noch reinsauen. Oh nein, jetzt bin ich auch noch... verkrüppelt, geil.
Ich kann nicht feuern, wenn du mich dauernd schlägst. Ich meine, das ist gut für dich, aber schlecht für mich. Alter. Billardscheiß hätte ich nicht gebraucht. Mir geht auch langsam hier die Muni aus. Oh Gott, ich muss mich schon wieder in den Skillberg reinballern. Alter, nicht mehr viel. Oh. Scheiße. Hallo. Ey, ich halte nicht mehr viel aus, Leute. Ich habe nicht mehr viel Schuss. Das ist ja richtig scheiße. Wenn jetzt hier noch einer ankommt, ich muss da noch ein Ding betätigen. Ich hatte es befürchtet. Jetzt habe ich ein großes Problem. Ein richtig großes. Oh, Kacke, ey. Oh, Kacke. Hundi, ich brauche deine Hilfe. Ich würde gerne dir ein Stimpack geben. Ist mir egal, wohin. Hauptsache, du kriegst ein Stimpack und ich bin hier geschützt. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Leute. Ich habe nicht genug Waffen dafür. Und ich wollte die jetzt eigentlich nicht noch auch noch aktivieren. Wo ist das Vieh hin? Ich habe die besseren Waffen, definitiv, gegen die. Wo ist das Drecksvieh hingekrabbelt? Wer ist der Beschädigte? Du bist auch nicht beschädigt. Was? Sie sind alle drei nicht beschädigt? Du bist beschädigt. Sehr gut, schaut es euch an. Ein guter Treffer und dann läuft das. Oh nein, kommt er hier hoch? Oh ja, der versucht's. Okay, dann. Ist ein bisschen viel Munition, das ich hier brauche, aber es wird sich lohnen. Wenn ich sie tot bekomme, weil ich dann lebe. Und ich tot bin. Wenn ich lebe und ich tot bin, bin ich glücklich. Und die nicht. Je mehr Schaden ich den jetzt schon mache, desto weniger Schaden muss ich ihn gleich machen. Komm. Ah, komm schon. Nee. Wenn der Kopf so gut zu treffen ist, will ich, dass du den nimmst. Sehr gut. Du bist dann. Alter, wie viel Muni ich mit dem Ding verbrauche, ne? Oh, Alter. Ey, ich habe nämlich kaum noch Schuss mit der Schrot. Was soll denn das? War das schon immer so kaputt? Ich hoffe doch. Hundi dürfte gleich wieder fit sein. Das ist ja der arme Hund. Der wird ja im Laufe von mir gequält hier. Tut mir leid, Emily. Ich habe dir aber wieder ein Stimpack gegeben. Ich hoffe, wir sind jetzt wieder Freunde. Oder... Oh. Docken. Sobald hier ein Legendärer kommt, bin ich down. Warte mal. Kopf. Denn jetzt lädt sie nämlich schneller nach. Oh ja, komm. Komm noch einen, komm. Yes! Drecksvieh. Ja, hier bringt Watz eine Menge. Scheiß Viecher, ey. Ich hab kaum noch Schuss. Oh, du auch noch. Okay. Obwohl, ich könnte eigentlich auch mal die einsetzen. Zentimeter läuft. Alter, ey. Boah, ist das ein Kampf hier. Ein Krampf. Aber es ist spannend. Es macht Spaß. Ist geil. Wenn man es schafft. Wenn man überlebt. Okay, wir haben die alle irgendwie gekillt. Ich habe kaum noch Schuss. Ich habe wieder eine Splittergranate. Das ist sehr gut. Damit kann ich wieder ein Minimum ausschalten. Wahrscheinlich mehrere. Die Eier nehmen wir von dir auch mit. Drecksstück. Ich nehme deine ganze Brut und ich werde sie alle fressen. Vor deinen Augen wahrscheinlich sogar, weil hier noch Freunde von dir kommen, die mich töten wollen. Und dann muss ich was essen. Wenn ich was essen muss, dann werden deine Eier dran glauben. Ja, nicht so. Ja, ne, das ist besser nicht so. Good, well done. Gehen wir mal hier runter. Ich weiß ja, wie ich zur Not hier wegkomme.
Genau damit habe ich gerechnet, ne? Genau damit. Okay, nee, wir müssen da hoch. Und? Wir müssen da hoch. Oh nein, ich muss jetzt nicht... Oh. Du willst von mir verlangen, dass ich da jetzt reinschwimme? Zum Kotzen, ey, los. Oh, Hundi ist schon da, ja schön. Das ist schön, dass du da bist, Hund. Ich freue mich über dich, immer. Aluminiumdosen, immer, brauchen wir. Geil. Coole Sache. Okay. Starte die Hauptpumpe neu. Ich soll noch mehr hier machen. Ich wollte mich verarschen. Jetzt gibt es hier noch ein paar Geschütztürme. Wenn die Geschütztürme mal sich um die Meyerlurks kümmern würden, ne, dann wäre ich froh. But they don't. They just do not. Jetzt muss ich die Hauptpumpe neu starten. Oh Gott, da sind wieder Eier. Hier kommt doch sicher wieder einer. Nö, starten wir die Hauptpumpe neu, Leute. Ich speichere nochmal. Boah, ich bin so aufgeregt hier. Kehre zu Aufseher White zurück. Wenn wir uns hier einmal durchkämpfen mussten. Hier kommt wieder was. Oh, die Melodie ist so schön. Die ist so liebevoll. Oh. Und sagt einem, yay, du hast was Gutes gemacht. Boah, das war ein Auftrag. Ey. Ich wollte nur eine Siedlung mehr haben. Ich will die Roboter dabei haben. Dann muss ich so eine Scheiße hier tun. Wirklich? Ja, mach dicht. Wir wollen nicht, dass hier noch irgendeine Scheiße durchkommt. Okay. Ja, Hund, da haben wir was geleistet, hä? Da haben wir richtig was gemacht. Nehmen wir wieder die Waffe. Aufzug öffnen. Ich hoffe, das ist unser Aufzug. Emily, komm. Komm. Yay. Und los geht's. Puh. Hier hast du meinen Hund unten gelassen. Ne, jetzt ist er wieder da. Krass. Okay, wir können jetzt auch mal skillen. Das haben wir uns jetzt verdient, aber maßgeblich hier. Ich weiß immer noch nicht was. Ich kann das noch nicht skillen, kein Schloss knacken, ich kann kein Hacken skillen. Gut, das heißt, ich würde am liebsten Rüstmeister oder Waffenfreak oder sowas lernen. Schmied, weiß ich nicht. Wenn das Schmied wirklich nur für Nahkampfwaffen ist, brauche ich es nicht. Ganz ehrlich, brauche ich es nicht. Strahlungsresistent ist natürlich auch gut. Starker Rücken will ich haben. Wir brauchen mehr Stärke dafür. Und wir haben 2 Stärke zu wenig. Krass. Oh, Leute, ich... Puh. Ninja ist natürlich auch geil. Vielfacher Schaden finde ich super. Beweglichkeit. Oh, Mann, Mann, Mann. Hier ist mehr Glück. Hier ist mehr... Eine kritische Leiste zu füllen. Ach so. Und der Querschläger ist natürlich das Allergeilste. Querschläger ist awesome. Adamantium-Skelett wäre auch super. Obwohl, naja, wäre nicht so toll eigentlich. Apotheker. Robotikexperte. Das finde ich geil. Wenn du einen Roboter hackst, oder hältst du die Chance, ihn ein- oder auszuschalten, beziehungsweise eine Selbstzerstörung einzuleiten. Das ist saugut. Und vor allem gibt es da spezielle Optionen in manchen Quests. Also zumindest war es in Fallout 3 so. Das habe ich noch nie gemerkt. Spare, dann hast du in der Not. Verwertest du Waffen oder Rüstung, erhältst du seltene Komponenten. Ja. Wir brauchen 5 Int. Ne, Leute, also das ist wichtig. Das ist mir echt wichtig. Ich will 5 Int haben. Ich will dieses, ich will das haben. Ich will dieses Spare in der Not haben. Was ist jetzt los? Oh. Okay. Dankeschön. Und, ich muss da raus. Ich muss da raus. Ich muss da raus. Ja, super. Das war's jetzt. Ich will hier nie wieder hin. Oh Gott, war das ein Qual, ey. Ich gehe jetzt auch nicht zurück. Oberlandstation? Ne, wir wollten... Wir wollten zu... Ja, Grey Garden. Wow, Leute. Der grauenhaft mutierte zweiköpfige Redhead ist eine armselige Kreatur, die wahrscheinlich beim ersten Kontakt das Weite sucht. Männlich und weiblich, wie das aussieht. Wenn er jedoch in die Enge getrieben wird, kann er ein tödlicher Gegner sein. Obwohl nur die Männchen haben Geweihe, also... Die Weibchen haben sehr zurückgebildetes eigentlich. Okay, also sie können auch fies sein, wenn man sie in die Enge treibt. Interessant. Oh Leute, das war jetzt ein langer Akt bis hierhin, ne? Um das hier zu machen. Und ich habe natürlich vergessen, die Zeit anzustellen. Aber wir sind ungefähr bei 14 Minuten. Deshalb geht das noch ein bisschen. Okay. Frau White, wie sieht's aus? Aufseher White. Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja, klar. Ganz recht. Da
Das ist wunderbar, einfach wunderbar. Ich habe das Kopftuch übrigens weggetan. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen. Ich fand's irgendwie doof. Außerdem gibt dir Greeny einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Community Organizer. Ciao, ciao. Yay. Was heißt das? Das heißt Ally with Free Settlements. Okay. Bastard Arsch, im Arsch. Yay, ich bekomme einen Rabatt. Warte mal, ich habe Zeug, glaube ich. Nicht Brown, ich brauche Green. Green? Warte mal, wir haben doch jetzt dieses Settlement auch, ne? Ich will jetzt nämlich mal gucken, was die benötigen, oder? Ah, guck mal, ich kann mir alles nehmen. Ist das gut? Sehr schön, die brauchen eigentlich nur Schutz. Die haben eine Menge Essen. Die brauchen keine Betten, die haben 6 Leute. Die haben sonst eine ganz gute Moral. Wie sieht's denn dann aus, wenn ich euch mal ein Geschützturm hier hinstelle? Das ist viel zu wenig, ne? Einer von denen. Ich meine, damit könnte ich... Ich könnte mit 3 von denen mehr erreichen als mit einem von denen. Oder einem und einem davon. Das sind 5 und 8 sind 13 und hiermit könnte ich 15 machen. Wieso stelle ich einfach 3 hiervon auf? Also, ihr bekommt Geschütztürme. Einen aufs Dach. Das geht doch, komm. Ich weiß, dass das gehen muss. Ah, seht ihr, hab ich doch gesagt. Ein aufs Dach. Ich glaube, der ist verkehrt rum. So, der soll hier aufs Dach, so rum. Na komm. Du hast eben schon drauf gestanden. Geht doch. Wunderbar. Nein. Ich will die euch nicht ausreißen, Leute. Einer kommt hier hin. Oder? Ja, warum nicht? Einer kommt hier hin. Und einer kommt hinter das Gewächshaus. Das ist vermutlich nur ein Defekt in der Stromversorgungseinheit. Ich sehe mir das später. Dann habt ihr genug Schutz. Wunderbar. Lass es mich wissen, wenn du eine neue Stromversorgungseinheit brauchst. Dann schau ich, ob ich eine eintauschen kann. Okay. Wir können sogar ein bisschen Stahl noch gewinnen und so ein Kram. Sehr cool. Ist der Handybox? Die gibt Plastik, okay. Geile Sache. Karton, der Asbest gibt. Interesting. Die Teile kann ich nicht verwerten, so einfach. Also es sind keine, so wie dieses Fass, das einfach stehende Teile hier sind. Der gibt Öl. Gute Sache. Oder ich kann sie einfach nicht verschrotten, das kann natürlich auch sein. Die Teile. Das sind wahrscheinlich Mr. Handy-Teile. Der Grasvernichter kann weg. Oh, der gibt Schrauben. Geil, Leute. Treibstoff und Beton. Okay. Ihr habt ein bisschen Wasser, ihr habt eine Menge Essen. Das ist sehr gut. Karton aus Asbest, was ist das denn? Geil, Leute. Richtig, richtig cool. Wir haben ein neues Settlement wieder. Die nichts brauchen im Grunde, außer ein bisschen Schutz. Und davon haben sie jetzt genug, hoffentlich. Ja, jetzt müsste die Moral hochgehen. Wir könnten allerdings das noch erweitern, dieses Settlement. Und dort dafür sorgen, dass sie es brauchen. Also, dass sie den Kram auch brauchen, weil wir Menschen hier mit zuholen. Immerhin sind wir jetzt mit ihnen alliiert. Ich werde das Zeug, was ich habe, jetzt auch nicht dort abliefern. Ich werde jetzt nach Sanctuary gehen und das... Oder... Ne. Am liebsten wäre mir natürlich... Ich will eigentlich alles in der Werkstatt machen. 75% Moral, sehr gut. Ich will alles in der Red Rocket Raststätte machen, Leute. Ich werde da auch noch eine Siedlung draus basteln. Ich werde alles hier machen. Ich werde hier auch noch eine Siedlung hinmachen und gut ist, weil... ja, ist besser. Cool. Also das fand ich mal eine geile Mission. Die war richtig spannend, richtig schwierig auch. Wow, wow, wow. Richtig cool. Gefällt mir. Eins im Fort Independence, der Burg im Süden von Boston. Das wir sind also wirklich bei Boston, okay. Vorher war Washington DC und jetzt ist es Boston. Ja, okay, Boston mit den Minutemen und so, Koloniekriege, das macht schon Sinn. Boston Tea Party, ne? Erinnert ihr euch sicher dran? Also wahrscheinlich nicht, weil ihr wart nicht dabei. Ich auch nicht, aber... Ich meine schon so, ne, im Sinne von Transfer. Erinnert man sich an Geschichtsunterricht halt wenigstens dran. Okay, jetzt machen wir noch schnell hier die... Wir basteln jetzt hier noch ein bisschen. Und zwar nicht unbedingt die Sachen, sondern, ach, warte mal. Na komm. Ja, ist gut, Mädchen. Du kannst direkt wieder aufhören. Brauchst gar nicht einen Dreher daran oder was das ist. Handeln. Alles nehmen. Jawohl, dankeschön. Ich würde gerne hier alles einlagern, was ich nicht brauche. Und den Rest würde ich gerne verschrotten. Aus der Institutspistole bekomme ich nur Plastik. Ganz bestimmt nicht.
Ein Photonenerreger. Verbesserter Schaden durch kritische Treffer, verbesserte Präzision. Ha, huh. Cool. Fügt Brandschaden hinzu, verbesserte Reichweite. Verbesserter Schaden, verringerte Magazinkapazitäten. Das ist nicht so toll. Ein Photonenagitator. Agitator heißt auch nur erregen. Also antreiben, erregen. So in der Richtung. Überlegener Schaden durch kritische Treffer, durch Präzision und Magazinkapazität. Erhöhte Präzision und Magazinkapazität. Das ist gut. Sowas hätte ich gerne, aber dazu brauche ich halt Wissenschaften. Die habe ich nicht. Das heißt, das Ding werde ich mir erstmal aufsparen. Und wir können auch einen verlängerten Lauf dran machen. Dann wird das keine Pistole mehr, dann wird das ja ein. Dann wird das ja schon ein Gewehr. Automatiklauf, verbesserter kurzer Lauf. Oh, wie schön das alles ist. Mit vollständigen Kolben. Das ist dann kein. Guck mal, das. Ah, jetzt dann wird es zum Gewehr mit einem vollständigen Kolben. Cool. Cool, ja, wir haben eine Menge Schrauben und sowas, deswegen könnten wir das mal machen. Denn ich will das lieber als Gewehr haben. Und ich hätte auch gerne ein schönes Visier. Ein Zielfernrohr wäre halt am allerbesten, deswegen mache ich das, glaube ich, auch. Kostet auch nicht so viel Kleber. Strahlstreuer? Teilt den Strahl mehrere Geschosse auf, den größeren Bereich abdecken. Wir machen wieder Science be damned und sowas. Strahlbündler wäre mir allerdings noch lieber. Gyro-Ausgleichlinse, okay. Feiner bestimmter Strahlbündler. Quanten. Also, das ist immer das Beste. Nee, ist es gar nicht. Das hier wäre für mich das Beste. Mehr Reichweite, weniger Gewicht wahrscheinlich auch. Cool. Nee, finde ich gut. Das Ding behalten wir, aber. Oh, schaut es euch an. Das ist cool. Ein Strahlgewehr gemacht, Leute. Geil. Institutsgewehr. Können wir unser Scharfschützengewehr verbessern? Wir können einen vollständigen Kolben zumindest dran machen. Dann sieht es zumindest auch mal nach einem Gewehr aus. Machen wir. Wir können ein besseres Magazin dran machen. Ein Schnelllademagazin. Das einfach die Nachladegeschwindigkeit verbessert. Das fände ich cool. Hier wird die Nachladegeschwindigkeit runtergesetzt. Aber es sieht schon geil aus, ne? Ja, wir bräuchten ein großes Schnelllademagazin. Das ist wirklich das Beste von allem, was ich hier kriegen kann. Wir brauchen Waffenfreak. Ja, wir brauchen unbedingt Waffenfreak, Leute. Okay. Feuerwind, kann ich da noch was machen? Wahrscheinlich, einen verlängerten leichten Lauf, nämlich. Gefällt mir. Ich könnte einen Scharfschützengriff draus machen. Da brauche ich alle Schrauben. Wir gucken erstmal. Also erstmal werde ich dieses Not am Mann-Gedöns nehmen. Definitiv, Leute, da könnt ihr. Ich auf den Kopf stellen, wenn es euch nicht passt. Ich find's geil. Ich brauche diese Ressourcen unbedingt. Vorher war das immer doof, so ein Kram, aber jetzt, hier macht es Sinn. Wir holen uns wieder ein bisschen Stahl. Hier können wir sonst nichts machen. Wir könnten wahrscheinlich das Ding hier noch verbessern. Das brauchen wir nicht mal viel. Ich will mal eine rote taktische Lampe ausprobieren. Was das für einen Unterschied macht. Vielleicht blende ich damit die Gegner, ja. Wow, okay. Nee, die ist richtig grauenvoll. Ja. Mistakes were made. Ich dachte mir schon, dass Rot einfach schlecht ist, aber. Wir haben keine Glasfaseroptik mehr. Damn it. Aber gut, die Mod haben wir jetzt noch, das ist gut. Alle Mods, die wir einmal gebaut haben, besitzen wir dann noch. Das ist schön. Was ich machen will, ist jetzt hier nämlich noch ein bisschen ausbauen. Dazu ein bisschen den Crap wegmachen. Obwohl, das sieht. Fügt eigentlich schon dem Style was hinzu, ne, von dem Ding. So, mehr Gummi. Den Eiskühler, das ist. Das Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob wir das Lagerfeuer dafür brauchen. Wahrscheinlich nicht. Es kriegt nur Stahl, das ist mir egal. Aber Gummi können wir weghauen, vor allem, wenn es doof aussieht. Es trägt natürlich zu dieser Station hier dazu, also dazu bei, dass die ein bisschen besser aussieht. Ja, seht ihr, sowas will ich haben. Ja, das lassen wir auch, die Leitplanken. Also, dass die ein bisschen authentischer aussieht, aber ganz ehrlich, nee. Einfach nur, nee. Oh, den Benzinkanister habe ich gar nicht gefunden, als ich das hier untersucht habe. Das ist natürlich ein bisschen lame, ne? Ein bisschen lame. Ich werde doch nicht alles wegmachen, ich werde aber so das Gröbste wegmachen, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Zum Beispiel ein Laster, obwohl der Laster hat auch Stil. Zigarettenautomat, ja. Ja, ich bin gegen Rauchen, weg mit dem Scheiß. Nicht mal als Deko habt ihr hier einen Zigarettenautomaten zu erwarten. Okay, Gummi haben wir ganz viel. Die Kühlmittelpumpe, das ist Kühlmittel. Ach, die tanken keinen. Ach so, die tanken gar kein Benzin. Natürlich nicht, weil warum auch? Ich meine, sie haben ja, atombetriebene Sachen. Okay.
Deswegen, warum sollten sie Benzin tanken wollen? Aber stattdessen brauchen sie ja trotzdem irgendwas, nämlich Kühlmittel. Oh, natürlich. Okay, jetzt können wir nämlich ein bisschen was bauen. Und ich denke mal, zuallererst bauen wir ein paar Ressourcen an. Wir haben Beton. Warum kann ich das eigentlich nicht wegmachen? Das fände ich auch schön, wenn ich das bereinigen könnte. Machen wir hier. Geht das nicht? Kannst du dir erzählen, Mensch. Wirklich? Geht das hier nicht? Kann nur auf Erde platziert werden. Ah, okay. Das zählt doch als Erde. Das hat eben als Erde gezählt. Warum zählt es jetzt nicht mehr als Erde? Hier ist Erde. Dann können wir es auch hier hinsetzen. Ich meine, was soll's. So. Die haben Wasser. Sie haben bald auch noch ein bisschen was zu essen. Guck mal, die kann ich hier hinsetzen. Ne, hier können die sie hinsetzen. Strange. Machen wir hier halt ein bisschen Felder draus. Ich meine, mein Gott, kann ich das hier wegmachen? Ne, ich kann den Quatsch hier nicht wegmachen. Den Quatsch kann ich hier wegmachen. Machen wir hier die Felder hin. Schön lecker Flaschenkürbisse. Karotten haben wir leider nicht. Und sonst gar nichts. Ein bisschen Mais haben wir noch. Mais. Ich finde es so gut, dass man hier auch anbauen kann. Das ist so cool. Ich müsste langsam auch mal aufhören, aber ist mir egal. Wir machen das jetzt noch. Eine Melone habe ich ja bekommen von denen. Die kriegt er hier auch noch. Ein bisschen Mutterbeeren. Ach nein, warte. Nein, ich will die gar nicht alle hier haben. Das ist doch alles vor meiner Garage. Nee, nee, nee. Okay, dann müssen wir die auch anders hinsetzen. Müssen wir die jetzt umsetzen. Machen wir hier hinten das hin. So, noch einen. Tatos. Zap. Wunderbar. Und die anderen können wir jetzt einfach nämlich wieder einlagern. Der muss auch da stehen bleiben. Dann kann ich die schneller setzen. Ich will das doch nicht hier hinten haben, Mensch. Ich will, dass mir hier hinten jemand rumläuft. Ich weiß auch nicht, ob ich das hier nur für mich haben will, eigentlich. Ach komm. Ich kann den Siedlern ja noch eine Hütte bauen hier irgendwo, oder? Will ich das nur für mich haben? Ich meine, viel Platz zum Bauen hätte ich hier nicht. Ich könnte auf der Straße hier was bauen. Ich meine, die haben im Grunde Wurst. Wo ich was hinbaue. Eine Hütte für die Leute mit ein paar Betten. Weil hier werden die nicht drin. Nee, komm. Wisst ihr was? Das hier bleibt meine eigene kleine Stätte. Was soll's. Was haben wir jetzt hier? Ich könnte hier ein bisschen was zum Schutz hinstellen eigentlich. Und wenn es nur ist, um gut auszusehen. Warum eigentlich nicht? Das muss ja auch ordentlich bewacht sein hier. Ist mir egal, ich verschwende jetzt hier Ressourcen ohne Ende, wenn ich hier eh keine Siedler hinsetze, aber ist ja wurscht. So, schön 10 Schutz, läuft. Wunderbar. Das ist mein kleines Heim. Ich werde die Folge aber für heute beenden. Warum ist die Tür schon wieder offen? Hundi, das warst du wieder, ne? Das warst du wieder, ich weiß das. Emily, böser Hund. Mensch, Mensch. Ja, jetzt bin ich wieder gemein zu dem armen Hund. Oh, hat den Tür schon wieder aufgemacht. Egal, ich beende die Folge hier. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fallout 4, Leute. Bis dann. Tschüss.